Der Felino Community Day wurde angekündigt und das Party-Play-Feature ist am Start, mit mehr Fehlern als sogar von mir erwartet. Die Forschung und paar andere Dinge sehen wir uns noch an. Haltet euch den 5. November frei. Mal wieder ein Sonntag, die liebt Niantic wohl momentan offenbar. Da wird, so wie es auch der Leak vorhergesagt hat, der Community Day mit Felino und Paldea Felino stattfinden. Bedeutet, wir bekommen auch ein brandneues Pokémon, nämlich die Entwicklung von Paldea Felino. Ist ein eigener Pokédex-Eintrag. Sylord! Und der Bonus, sucht euch aus, welcher Quelle ihr vertraut. Niantic sagt auf manchen Grafiken halbierte Brütdistanz. Das stand auch noch im Blogbeitrag. Mittlerweile auf der englischen Variante steht ein Viertel Brütdistanz, auf der deutschen noch immer halbe. Vielleicht ist es dann mittlerweile auch schon geändert. Irgendeinen Bonus wird es geben. Man ist sich da noch nicht ganz einig. Und alle anderen Boni. Felino wird ultra oft auftauchen, gemeinsam mit Paldea Felino in der Wildnis, erhöhte Shiny-Chancen und so weiter und so fort. Und beide Pokémon bekommen auch durch die Entwicklung eine Event-Attacke. Morlord bekommt mal Nassschweif und die Entwicklung zu Sylord wird viel ändern, nämlich mit der Käferladeattacke viel änder. Sehen wir uns mal die schillernden Varianten an. Also Felino, Typ Wasserboden und Paldea Felino, Typ Giftboden. Paldea Felino ist per se kein neuer Pokédex-Eintrag oder so, aber die Entwicklung schon. Denn anstelle von Morlord haben wir nicht irgendwie Paldea Morlord, sondern Sylord oder Suelord. Und je nachdem, welche Attacken Niantic dem Ding gibt, könnte das die Superliga ordentlich aufrütteln, also so richtig. Aber bei den Attacken ja, da weiß man natürlich vorher noch nicht, welche es erhalten wird. Bei einer kann man sich sicher sein, nämlich Vielender, Typ Käfer, Ladeattacke. Die 4-Sterne-Raids nach dem Community Day wird es auch geben. Und in dem Fall mit Felino und Paldea Felino. Die sollten relativ einfach sein, vermutlich. In meinem Guide werde ich dann noch die genauen Konter und das analysieren. Aber vor allem Felino, da sind beide Typen schwach gegen Pflanze. Das sollte man sogar solo schaffen können. Dann kann man sich nochmal ein paar Felino freispielen. Und ich habe auch wieder bei dem Community Day gelesen, dass es nicht funktioniert hat bei allen. Da ist wirklich eine programmiertechnische Meisterleistung am Start bei Niantic. Und wer vielleicht bei Typ Boden noch nicht so im Bilde ist, holt euch nun schon eine Mega-Entwicklung. Pusht die noch ein paar Level hoch. Jeden Tag kann man hier den Fortschritt erhöhen. Einmal pro Tag zählt die Mega-Entwicklung für das Level. Und beide Varianten haben den Typ Boden, also würde ich schon empfehlen, dass man auf jeden Fall eine Typ Boden-Mega-Entwicklung oder Protomorphose durchführt. Wir haben Stalos, wir haben Sumpex und wir haben Groudon. So als kleine Vorbereitung schon mal. Dann ist mittlerweile auch das Teamplay-Feature, auf Englisch Partyplay-Feature, bei allen online. Genauso wie eine neue Forschung mit Professor Willow. In Summe 4 T-Shirts erhält man mit Evoli und den 3 Kanto-Entwicklungen. Da es sich hierbei um eine Spezialforschung handelt, müsst ihr euch keine Sorgen machen oder so, dass ihr das schnell abschließt. Die wird nicht verschwinden, da hat man unendlich viel Zeit vermutlich. Partyplay habe ich im Video davor schon ausführlich vorgestellt. Man kann mit 3 anderen Leuten gemeinsam spielen. Die sieht man auf der Karte, das kann man in den Einstellungen deaktivieren, wenn man das nicht möchte. Und man bewältigt gemeinsam Herausforderungen. Dafür bekommt man Belohnungen und im Raid teilt man dann mehr Schaden aus, weil man so Powerplay einen Knopf auffüllen kann mit den Sofortattacken. Sobald der ready ist, macht dann die nächste Ladeattacke den doppelten Schaden. So, ich füge mal direkt bei euch ein wenig Schaden zu. Nämlich, eine Gruppe hält nur eine Stunde lang. Man muss sich also jede Stunde neu einladen, wenn man länger spielen möchte. Beispielsweise bei einem Community Day, also Tag für Day und nicht Hour für Stunde. Einmal pro Stunde die Codes neu verteilen. Wieso denn nicht? Macht Spaß. Ich kenne kein Online-Rollenspiel irgendwie, wo sich eine Gruppe nach einer Stunde automatisch trennt. Aber das ist Niantic für euch. So, und nun wird es besonders kurios. Sowas hätte ich, also das hatte ich im Traum nicht auf meiner Bingo-Karte, wenn ich viel erwartet habe, aber nicht das.
Und nun berichten Leute Folgendes. Sie können nicht weiterspielen, nämlich für eine komplette Stunde. Der Auslöser dafür, der soll wohl folgender sein. Wenn man 6 Stunden lang mit denselben Leuten spielt, also immer und immer wieder die identischen Leute einlädt, und dann ploppt eine Party-Challenge auf, beispielsweise fange 100 Pokémon, und als Belohnung bekommt man 15.000 Arena-Kämpfe, okay, oder was auch immer das Symbol bedeuten soll. Aber der Clou an der Sache, man kann nirgendwo tippen, man kann nicht weiterspielen, dieses Fenster bleibt. Wenn man die App schließt und neu öffnet, hat man wieder dieses Menü. Wenn man das Spiel löscht und wieder neu installiert, hat man noch immer dieses Menü. Wow. Mir fehlen wirklich einfach nur die Worte. Und Leute in Neuseeland hatten diesen Fehler beispielsweise genau heute in der Rampenlichtstunde. Ja, ist ja nicht so wichtig. Ich meine, eine Stunde nicht spielen ist eventuell auch besser so, wenn man sieht, wie Niantic sich um das Spiel kümmert. Niantic wird kein Feature mehr veröffentlichen ohne Game-Breaking-Bugs. Es ist einfach nur verrückt. Und wenn ihr dachtet, ja okay, so ein kleiner Fehler kann mal vorkommen. Auf der Hilfeseite gibt es mittlerweile einen gesamten Artikel, der sich nur den Fehlern mit Party Play widmet. Und das ist ein halbes Buch. Ich lasse das gerne mal hier durchlaufen, aber bei vielen Fehlern steht noch dabei Investigating, also das wird sich erst angesehen. Und da muss man sich wirklich fragen, wie viele Leute arbeiten noch bei Niantic? Hat der John mittlerweile echt alle entlassen? Und wie kann man so ein Feature so kaputt veröffentlichen? Es ist wirklich nur noch kurios. So ein paar Fehler beispielsweise, die Herausforderung, die man favorisiert, die wird nicht favorisiert dann eingeblendet, sondern einfach die standardmäßigen Herausforderungen. Also dieses Feature funktioniert einfach gar nicht, da hat man wohl noch nicht fertig programmiert. Dann, wenn ihr in den Einstellungen deaktiviert, dass man euch auf der Karte sehen soll, das juckt niemanden, ihr werdet dennoch auf der Karte angezeigt. Also, ist nicht so wie, also das ist wirklich nicht so ultra wichtig. Und dann, dieses Party-Power-Up-Feature, wo dann die Ladeattacke mehr Schaden verursacht. Wenn einmal all eure Pokémon im Kampf draufgegangen sind, dann funktioniert das nicht. Nicht wichtig. Dieses Feature nicht sehr wichtig. Dann, wenn ihr mit Fanggeräten spielt, das zählt nicht für die ganzen Fangherausforderungen, auch wirklich nur Kleinigkeiten. Also relativ wenige Fehler, die kann man wirklich an 35 Händen abzählen und nicht alle davon sind Game-Breaking. Ich finde, in dem Zustand, da hat Niantic wirklich verdient, dass wir ein Ticket nach dem anderen kaufen, weil so viel Liebe, die da in dieses Spiel gesteckt wird, das muss man auch irgendwie wertschätzen, oder? Okay, je länger ich dieses Video aufnehme und schneide, desto mehr Dinge kommen rein. Es ist einfach nur wild. So, die Kampfteams werden gelöscht. Genauso wie die gespeicherten Suchanfragen bei der Pokémon-Suche. Na, offenbar bei manchen Leuten, die Party Play verwenden und verwendet haben. Ich kann wirklich nicht mehr. Es ist doch... Ich meine, ich habe Fehler erwartet. Ich habe viele Fehler erwartet, aber hä? Da schreibt hier beispielsweise noch jemand. Ja, bei allen 4 aus der Gruppe wurden alle Kampfteams gelöscht. Die Battle Parties, also ihr dürft wohl nicht so eine Party feiern. Dann, man kann nicht gemeinsam eine Route machen als Party. Wieso auch? Das wäre ja irgendwie viel zu lustig oder so. Und ja, also was soll ich euch sagen? Ich werde dann das Party-Feature verwenden. In ein paar Monaten, sobald dann die Routen mal fertig sind, dann wird sich Niantic irgendwann um Party-Play kümmern. Aber bevor hier noch, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert, so wichtig sind mir die paar Himbeeren, die man da bekommt, auch nicht. Geht raus und spielt gemeinsam, als Gruppe. Aber nur eine Stunde und macht keine Routen. Na, und kämpft nicht, weil eure Kampfteams werden gelöscht. Und bekommt einen Bonus, aber der wirkt nicht, wenn einmal all eure Pokémon schon draufgegangen sind. Und holt euch einen Bonus ab, aber nicht, wenn ihr zu oft gemeinsam spielt, weil dann ploppt eine Nachricht auf und ihr könnt die nicht mehr schließen. Eine Stunde lang, auch wenn ihr die App löscht und neu installiert.
Go out and play, Party Play, ist das Leben nicht wundervoll? Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.